So, bin ja mal gespannt, was die letzten 100 Räume so petto haben. Oh, keine neuen Spiele mehr, schade. Okay. Es ist ziemlich dunkel. Das sind Türen. So. Untersuchungsreport. Mehr Wale werden in die Einrichtung gebracht. Einer für Gesundheitsuntersuchung und zwei, die schon tot sind, die für die Autopsie vorgesehen sind. Und mehr Wale werden um die Insel herum angespült und ich weiß nicht, woran es liegt. Okay. Ich frage mich, warum der hier seine Taschenlampe nicht anmacht. Er hat die doch sonst immer angemacht, wenn es dunkel war. Okay. Ich weiß nicht, ob das einfach eine blaue Wand sein soll oder ob das Wasser dahinter sein soll. So, der vierte Untersuchungsbericht. Walnummer irgendwas ist sehr viel früher gestorben, als ich erwartete, als ich im Urlaub war. Ich bereue es nicht, hier gewesen zu sein, aber ich hatte gedacht, er würde viel länger leben. Das Team, das die Autopsie durchgeführt hatte, meinte, dass nichts Merkwürdiges vorgekommen sei. Also, dass der Magen ein Loch hatte. Bis zur Außenseite des Wals reichte. Es bestätigt wohl, dass ein Parasit für den Tod verantwortlich ist. Okay. Ist das vielleicht dieses Wurmmonster, was wir in der Datenbank gesehen hatten? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gesehen hatten. Bist du da? Ja, du? Ernsthaft? Es ist zu dunkel, um zu sehen. Du hast eine Taschenlampe. Du bist doch eine Nuss. Was ist die Kombination von locked und broken? Booked. Okay. Das klingt fast wie ein Gedicht oder sowas. Ich habe gesehen, wie die See über den Himmel hinausragte und Schatten über die Welt warf. Ich sah Silhouetten von Kreaturen, die mir bekannt vorkamen und die ich vergessen hatte. Und plötzlich fand ich mich fallend. Ich fand mich nach oben fallend Richtung See aus Dunkelheit. Okay. Oho. Okay, Untersuchungsbericht Nummer 2. Der Wal so und so. Hat komische kleine Bissspuren. Scheinen von einem kleineren Säugetier zu stammen, was etwas merkwürdig in ihrer Platzierung sind in gleichmäßig angeordneten Reihen innerhalb des Magens von den Walen. Um 5 Fuß vom
Ausgang des Magens. Okay. Report 3. Wahl so und so ist immer noch am Leben, aber hat Anfälle. Er muss öfters auftauchen, als es natürlich wäre. Ich glaube, das ist ein Problem mit seinen Lungen. Aber ich habe keine Werkzeuge, um ihn zu untersuchen. Ich werde ihn wohl sterben lassen müssen, um herauszufinden, was los war. Okay. So, ich hoffe, ich verpasse nicht wieder irgendwelche Schlüssel, die ja wieder so schwer zu erkennen sind. Jo, keine Ahnung. Haben wir noch nicht gefunden. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Das Wasser steht zu hoch. Okay. Jo. Können wir nicht mehr zurück? Hier waren wir schon drin. Tja, wir müssen wohl den Code herausfinden. Irgendwie versteckt in den Texten ist. Ups. Das wollte ich nicht drücken. Na gut. Tja, das habe ich schon gelesen. Hier ist nichts auf dem Boden. Also wenn der Code irgendwie in diesen Berichten untergebracht ist, dann verstehe ich es gerade nicht so wirklich. Ah! Das komische Gedicht, also 4132. Versuchen wir das mal. Sehr gut. Und
Untersuchungsbericht Nummer 5. Die Untersuchungseinrichtung braucht dringend mehr Ingenieure. Wir haben den ganzen Block, der geflutet ist. Und wichtige Mitarbeiter fehlen. So, wo war jetzt eine Locked Door? Es ist broken. Broken, ja, das ist richtig. Untersuchungsbericht 6. Ich höre ein Mädchen oder ein Tier oder irgendwas. Es singt zu mir. Es fleht mich an, dass ich nach draußen gehe. Und die Wellen mich forttragen lassen. Ja, mal sehen, was gleich von Monster kommt, wenn ich hier drauf klicke. Okay. Mir fällt gerade auf, dass man sich schneller bewegen kann, wenn man sich diagonal bewegt. Doch einfach nur seitwärts. Whee. Untersuchungsbericht Nummer 7. Alle Mitarbeiter sind weg. Nur ich bin noch hier. Ohne Grund. Ich bleibe hier. Ich widerstehe dem Ruf. Von... der von den... von hinter den versiegelten Türen kommt. Aber ich will hier bleiben, solange ich kann. Ich mach die Tür nicht auf. Okay. Ja. Wahrscheinlich liegt... Ah, und ja, ist auch schon. Huch! Hallo? Du? Oh, oh Gott. Ich glaube, das ist schlecht. Nein! Geh! Lauf! Nein! Lauf! Oh Gott. Das war gerade das Vorher-Nachher-Bild von dem Date, wenn man betrunken ist. Das erste Bild mit Alkoholeinfluss und das nächste am nächsten Morgen. So. Spooky. Thank you.
Okay. So, hier ist keine Laterne gewesen. Das ist kaputt. Kaputt. Lockt. Keine Laterne. So. Ich glaube, das war auch der Raum, wo schon diese Meerjungfrau gewartet hat. Broken. Yep. Müssen aber garantiert sowieso dahinter. Können wir hier hoch? Die Frage, ob uns das beschützt. Das ist versperrt. Okay, hier stört die geringe Sichtweite dann doch ein bisschen. Kommen wir gar nicht rein. Ja, okay. Und hier ist doch auch keine Tür mehr. Ich weiß nicht, ob wir die triggern müssen. Okay, wir sind ja schon mal sicher. Das ist schön. Das hilft uns ja leider gar nicht dabei, jetzt weiterzufinden. Ah, super. Da sieht man die auch nicht wirklich. Könnte man jetzt springen? Könnte man die ein bisschen abhängen? Okay. Oh, komm schon! Mano! Ich will nicht immer eine halbe Ewigkeit auf den Kisten rumhängen. Aber wir haben Raum 910 überstanden. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht von Kiste zu Kiste bewegen und immer warten, bis ich wieder geheilt bin. Das wäre ein bisschen lästig. Ist aber auch immer sofort da, sobald ich die Kiste verlasse. Ja, die Axt habe ich völlig vergessen. Bringt uns wohl auch nichts. Doch noch weiter sehen könnte. Okay, versuchen wir es mal. Nee.
Nein, auf die Kiste. So. Das war unfair. Kam die Jens auf einmal her. Lächelt. Immer die gleiche Stelle. Bewege ich mich auch noch vorwärts? Das kann ja viel Raum, wenn man geachtet. Das Gefühl, mal wieder in die gleichen Räume zu kommen. Okay. Okay, ich finde, das könnte auch langsam mal wieder aufhören. Ich meine, ist ja auch eine nette Idee, aber es... Es reicht dann auch langsam.